Ich zeige dir heute 5 effektive Techniken für Logic's Beatbreaker, die richtig Spaß machen. Unter anderem diese hier. Da der Beatbreaker heißt, setzen ihn die meisten Logic-User auch zum Beats manipulieren ein. Der Beatbreaker kann aber noch viel mehr. So kannst du mit ihm, so wie gerade eben gehört, zum Beispiel Vocals manipulieren, Synthi-Flächen manipulieren. Du kannst ihn auf Stereobusse, auf Orgse einsetzen und sogar auf den kompletten Stereo-Audio in Logic Pro. Du musst nur ein bisschen kreativ sein und deswegen legen wir gleich los mit Tipp Nummer 1. Ich habe hier einen etwas langweiligen Disco-Beat, der hört sich so an. Und Tipp Nummer 1 wäre jetzt, diesen Beat hier swingen zu lassen. Und das kannst du tatsächlich mit dem Beatbreaker ganz einfach hinbekommen. Den Beatbreaker lädst du hier unter Audio-Effekte, dann gehst du hier auf Multi-Effekte und da, wo auch der FatFX, StepFX und so weiter drin sind, da findest du auch den Beatbreaker. Falls du noch nie mit dem Beatbreaker gearbeitet hast, dann empfehle ich dir mein Anfänger-Tutorial für den Beatbreaker, das verlinke ich dir mal unten in der Beschreibung. Da zeige ich genau das Interface und wie die einzelnen Parameter funktionieren. Aber es ist wirklich denkbar einfach. Zurück zu unserem Beat. Der klingt, wie gesagt, etwas vorhersehbar, etwas langweilig. Und wir wollen jetzt diesen Beat zum Swingen bringen und das wäre auch schon Tipp Nummer 1. Das kannst du ganz einfach machen über den Time-Parameter her, sofern du einen gewissen Trick weißt. Und zwar kannst du hier den Grid, also den Raster, festlegen. Ja? Momentan haben wir hier Achtel, das heißt, wenn ich hier verschiebe, dann verschiebe ich die Slices, so wie es Logic nennt, immer um ein Achtel. Ich kann sie aber auch schneller verschieben, zum Beispiel, wenn ich hier reingehe, dann siehst du, dass ich hier zum Beispiel auch 16 nehmen könnte und du siehst auch, wie der Grid sich hier verändert. Aber, und das ist der Clou, du kannst den Grid auch komplett ausschalten. Und jetzt kannst du die Slices hier sozusagen frei, also free floating hier verschieben. Und um jetzt so einen Groove swingen zu lassen, nehme ich einfach hier immer die zweite 16, der Hi-Hat, und schiebe die ganz leicht nach unten, nicht zu viel. Und schon haben wir aus dem normalen Beat einen Swing-Beat gemacht. Tipp Nummer 2, Akzente setzen. Hören wir uns hier auch das Beispiel an. Ich habe hier so einen Flächensound. Und der klingt auch ziemlich langweilig. Überhaupt keine Akzente drin, überhaupt keine Rhythmik drin. Also immer nur da, 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 da. Also sehr, sehr langweilig. Was jetzt zum Beispiel, wenn du eine Rhythmik in diesen Synthesizer hier hineinzaubern möchtest, und zwar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Auch das kannst du mit dem Beatbreaker machen. Dieses Mal mit dem Volume-Tab, hier nämlich. Ich habe jetzt hier einen Achtel-Grid festgelegt, das habe ich dir gerade vorhin schon gezeigt. Je nachdem, was dein Audiomaterial spielt, kann es sein, dass du hier wieder verändern musst. Ja, und ich möchte jetzt hier die 1 lauter haben, die 3 lauter haben, da, 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 und diesen hier vor der letzten Achtel hier, den möchte ich auch lauter haben. Und schon habe ich jetzt hier eine akzentuierte Version meines Synthesizer-Sounds geschaffen. Tipp Nummer 3, Presets verwenden. Der Beatbreaker verfügt über unzählige Presets, die du direkt für deine Produktion einsetzen kannst. Falls du überhaupt gar keine Lust hast, dich jetzt hier irgendwelche Custom Beats zu bauen oder Custom Patterns zu bauen. Und diese Presets sind wirklich sehr, sehr vielfältig. Und wir schauen gleich mal rein. Du siehst das hier unten bei den Tabs, da findest du sie. Und du findest sie hier auch hier oben nochmal. Und für jeden Tab hast du dann nochmal zusätzlich Variationen, die du benutzen kannst. Hören wir gerade mal ein paar Presets rein. Hier, wie gesagt, nochmal mehrere Presets und für jedes Preset oder für fast alle hast du dann hier auch nochmal unten nochmal mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Also die Auswahl ist riesig und alle Presets kannst du natürlich auch individuell verändern, so wie es dir passt. Tipp Nummer 4, neue Slices hinzufügen und somit einen Rhythmus oder einen Flächensound oder was auch immer weiter manipulieren und spannender machen. Du hast hier diese Slices oder Samples, Logic Lens Slices. Und die kannst du löschen, indem du doppelt draufklickst, ja. Oder du kannst auch neue hinzufügen, auch indem du, hoppla, das war falsch,
indem du hier draufklickst, ja? Ich werde jetzt mal hier 4 dazufügen und hier 2 dazufügen. Hören wir aber erstmal kurz rein in den Sound, wie er jetzt so klingt, ohne dass wir ihn manipulieren. Wenn dir jetzt die Rhythmik dieses Synthesizers zu langweilig ist, kannst du auch, wie ich sie schon vorbereitet habe, Slices hinzufügen. Und ich werde jetzt hier einfach ein bisschen manipulieren und dann können wir hier schöne 16-Figuren einbauen. Kleiner Zusatztipp hier vielleicht noch, bei solchen dichten rhythmischen Variationen lohnt es sich auch immer mal mit dem Mixknob rumzuprobieren. Das ist hier ähnlich wie so ein Dry-Wet-Regler bei einem Delay oder bei einem Hall. Das heißt, ich kann das unbearbeitete Signal mit dem bearbeiteten Signal mischen. Ich ziehe jetzt das bearbeitete Signal mal ein bisschen runter, vielleicht so auf 50% und mische es mit dem Originalsignal. Ja, dann hört es sich fast so an wie so ein bisschen Ghost Notes, die ein Schlagzeuger spielt. Und dann kommen diese 16. oder 32. Variation nicht ganz so prominent. Und so kannst du sehr genau und sehr fein einstellen und somit sehr dichte rhythmische Patterns kreieren. Ganz kurz, bevor wir weitermachen, bevor ich dir dieses geniale Tool hier noch an Vocals zeigen, falls du neu bist bei Logic, falls du dich noch nicht so wirklich auskennst oder vielleicht von einer anderen DAW jetzt hier zu Logic mit dazugekommen bist und wissen möchtest, wie du schnell, möglichst schnell einsteigen kannst bei Logic, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv verschnellern kannst, wie du Logic für dich individuell, für deinen Arbeitsstil individuell einstellen kannst und somit einen viel, viel besseren Start in Logic hinlegen kannst. Das ist ein PDF, das hast du dir schnell durchgelesen, mit Tipps, die du gleich anwenden kannst. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Und jetzt machen wir weiter, setzen wir den Beatbreaker auf eine Vocalspur ein. Hören wir auch hier erstmal in das Beispiel rein. Baby, open up to me, don't give up so easily. Open up your eyes and see, there's more to our story. Ich möchte diese Spur jetzt manipulieren mit dem Beatbreaker. Ich möchte sie ein bisschen pitchen, ich möchte sie ein bisschen zerhacken. Und einfach für einen Zwischenteil vielleicht ist das immer ganz gut, so ein bisschen kreativ mit der arbeiten. Ich lade mir den Beatbreaker hier wieder rein. Diesmal ist er in Mono, auch das funktioniert. Das erste, was ich jetzt machen möchte, die erste Idee, die ich habe, ist, dass ich auch wieder hier ein paar Slices mehr einbaue. Und ich möchte hier so, das ist so schon als meine Idee hier, habe ich schon als meine Idee hier im Kopf, ich möchte hier so ein bisschen so ein Offbeat-Feeling kreieren. Und deswegen ziehe ich, ist das, was ich jetzt als erstes mache, ist, dass ich jeden zweiten Slice nach unten ziehe. Auf ein anderes Sample. Und dann klingt die ganze Sache zunächst mal so. Je nachdem, was sie singt, hier singt sie jetzt sehr dicht, später hat sie mehr Pausen, klingt das natürlich jetzt schon mal relativ interessant. Um diesen Offbeat jetzt noch mehr zu betonen, manipuliere ich jetzt hier auch noch im Volume Editor. Was ganz wichtig ist zu wissen beim Beatbreaker, du kannst hier alle drei Haupteditoren miteinander kombinieren. Also du kannst nicht jeweils nur am Volume manipulieren oder nur am Time, sondern du kannst alle drei mischen. Und ich möchte jetzt dieses Offbeat-Feeling noch etwas mehr prominenter machen und deswegen ziehe ich die Offbeats jetzt hier im Beatbreaker nach oben und die Downbeats gleichzeitig ein kleines bisschen nach unten, ungefähr so. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen abgedrehter zu machen, bauen wir noch ein paar Repeats ein. Dieser Tab funktioniert sehr ähnlich wie das MIDI-FX-Plugin Repeater. Auf gut Deutsch macht er einfach nur mehr, baut er einfach Wiederholungen ein. Wie so ein Delay praktisch, das du direkt hier drin einzeichnen kannst. Und das probiere ich jetzt einfach auch auf verschiedene Slices zu machen, um die Sache noch ein bisschen komplexer zu machen. Das geht ganz einfach, und zwar indem du hier das Slice packst und dann hier ziehst. Ja, dann hast du hier Wiederholungen eingebaut. Baby,
Hören wir von vorne an. Also abgefahrenes Zeug, was du damit machen kannst. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Hast du mit dem Beatbreaker schon gearbeitet oder hast du ihn tatsächlich auch nur zum Beatsbreaken benutzt? Und das ist dir hier völlig neu gewesen? Schreib mir das mal bitte in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ja, falls du dich für dieses Tool interessierst, machen wir es vielleicht so. Dann empfehle ich dir dieses Video, das verlinke ich dir hier jetzt gleich. Dann kannst du dir nochmal genau anschauen, wie die einzelnen Parameter funktionieren, wie die Feineinstellungen funktionieren, damit du den Beatbreaker perfekt für dich einsetzen kannst. Wie immer bedanke ich mich bei dir ganz herzlich fürs Zuschauen. Falls du neu hier bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Ich schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!